Was da so spannend ist an dem Potenzial, also in diesem Fall Spannungspotenzial gegenüber der Erdung oder der Erde selber, mal ganz kurz eine Vorbemerkung. Wenn in diesen Zeiten der Stürme, des Klimawandels, was auch immer, irgendwelche Leitungen beschädigt werden, Beispiel eine Hochspannungsleitung berührt die Erde, weil sie gerissen ist, weil ein Baum dazwischen gestürzt, naja gut, hier in diesem Fall wohl nicht, aber jedenfalls ist die Leitung gerissen und berührt die Erde und wir sind wirklich in der Nähe, dann kann Folgendes passieren. Wenn die Leitung also hier an dieser Stelle die Erde berührt, hier, dann bilden sich sogenannte Äquipotentiallinien. Also die Linien sieht man nicht, aber von hier bis hier habe ich eine gewisse Spannung, weil die Erde hat einen gewissen Widerstand. Und von hier bis hier ist immer noch eine gewisse Spannung da. Auch da, auch da, auch da. Die wird zwar abnehmen, aber die ist bei so viel, bei 380.000 Volt immer noch sehr gefährlich. Wenn ich jetzt also sage, naja, dann gehe ich eben weg, dann habe ich von einem bis zum anderen Fuß ein gewisses Potenzial immer noch an Spannung. Und Potenzial wird als Phi, das ist ein griechischer Buchstabe, klein Phi ausgedrückt, gerne, manchmal auch Großphi. Und Achtung, diese Spannung hier, die kann für mich immer noch lebensgefährlich sein. Man sagt auch, wenn man einen Schritt macht, die sogenannte Schrittspannung. Also wenn ich einen Schritt mache, habe ich dazwischen noch immer Potenzialunterschiede und die drücken sich in Spannung aus. Auch in Volt, ganz normal. Deswegen wird ja auch empfohlen, wenn sowas passiert, mit geschlossenen Beinen davon zu hüpfen, weil man dann eben kein Potenzial mehr zwischen den Füßen hat, also geschlossene Beine oder nur noch ganz geringes, was dann nicht mehr so gefährlich ist. Weiter weg hüpfen, 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 so weit wie möglich und dann ist man eigentlich aus der Gefahr raus. Was das Ganze dann schaltungstechnisch auch zu tun hat, dazu komme ich im zweiten Teil. Ich hoffe, das hat erstmal geholfen. Also, bis dahin, gerade jetzt in Zeiten der Stürme. Ne? Gut, also bis zum zweiten Teil. Tschüss, tschüss.